Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Zuschauer, in unserem Format Erfahrungsmedizin. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir haben uns heute ein ganz spezielles Thema ausgesucht, das jeden von uns betrifft, denn wir alle schlafen, müssen schlafen. Und Schlaf, habe ich manchmal das Gefühl in unserer jetzigen Gesellschaft, dass es darum geht, möglichst wenig zu schlafen, dass wir möglichst viel tun können und aktiv sein können. Aber gefühlt geht es in eine ziemlich falsche Richtung. Wir wollen uns jetzt heute mal anschauen, was es damit auf sich hat, was Schlaf denn eigentlich für unsere Gesundheit bedeutet und warum wir möglicherweise manchmal auch schlecht schlafen, weil auch dieser Trend setzt sich leider in unserer Gesellschaft immer mehr fort oder wird zum Trend, dass die Menschen schlechter schlafen, Schlafstörungen haben und so weiter und so fort. Ich habe mir dazu einen ganz lieben Gast eingeladen. Bei mir ist Dr. Stefan Bortfeld und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit ihm und lade Sie herzlich ein, mir zu folgen. Bis gleich. Hallo, lieber Stefan, herzlich willkommen. Hallo, Alexandra. Schön, dass du bei mir bist. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Ich möchte ganz gern, um einfach dem Zuschauer eine Gelegenheit zu geben, von deiner Kompetenz ein bisschen eine Idee zu bekommen, möchte gern ein paar Worte dazu sagen, was du schon alles gemacht hast oder beziehungsweise wofür du, was du tust in deinem Alltag. Du bist seit 2010 Referent für verschiedene Unternehmen, Fachgesellschaften im Bereich Prävention, Stresserkrankungen, Herzfrequenz, Variabilität, orthomolekulare Medizin, funktionelle Medizin, betriebliches Gesundheitsmanagement, Ernährungsberatung und Intervallhypoxie und Hyperoxytherapie. Dann geht es noch weiter. Erst- und Co-Autor mehrerer wissenschaftlicher Publikationen zum Thema intermittierende Hypoxie. Du bist Mitbegründer der Gesellschaft für funktionelle Medizin und last but not least Gründer von Medissimo, Zentrum für funktionelle Medizin und Gynäkologie. Das war jetzt wahrscheinlich auch noch immer nicht alles, was du schon gemacht hast. Aber reicht schon. Ja, ich bin versucht, da mal ein bisschen bescheiden zu sein. Das Letzte ist sozusagen mein jetziger Arbeitsplatz. Bei dem ich natürlich tagtäglich auch mit Patienten arbeite. Mhm, ja. Also. Ich möchte dich ganz zu Beginn mal fragen, weil über diesen Begriff stolpern sicherlich viele oder beziehungsweise man geht da einfach so drüber. Funktionelle Medizin. Kannst du uns den Begriff mal erklären, was das eigentlich heißt? Ja, das ist ganz einfach. Als erstes ist mal die deutsche Übersetzung des englischen Begriffs Functional Medicine, ganz einfach wörtlich übersetzt. Die funktionelle Medizin hat sich entwickelt ungefähr so vor etwas über 30 Jahren, Anfang der 90er Jahre in den Vereinigten Staaten, weil man dort natürlich früher als hier in Europa gesehen hat, dass diese Lawine von chronischen Erkrankungen, Herzerkrankungen, Diabetes, Autoimmunerkrankungen ein Ausmaß angenommen hatte, dass sich viele Kollegen überlegt haben, so kommen wir nicht weiter. So mit, ne, ich stelle eine Diagnose, ich gebe eine Pille und die medizinischen Wissenschaften, die medizinische Naturwissenschaft hat sich ja auch in den letzten 40 Jahren so rasant verändert, es sind so viele neue Erkenntnisse gekommen, dass die Idee war, wie setze ich die Erkenntnisse der modernen Wissenschaft in die Praxis um? Und die Idee ist eigentlich, wenn man es ein bisschen lax sagen will, alter Wein in neuen Schläuchen, es ist die ganzheitliche Betrachtung des Menschen, so wie es die alten Chinesen vor mehreren tausend Jahren gemacht haben, so wie es in der indischen, in der ayurvedischen Medizin, aber auch in der ägyptischen oder traditionell europäischen oder wie auch immer, also alle, jede Form der Medizin war immer darauf fokussiert, den Mensch in seiner Ganzheit zu betrachten. Das haben wir in den letzten 100 Jahren verloren, sondern man guckt auf das Herz, man guckt auf die Leber, man guckt auf den Darm, aber der gesamtheitliche Blick fehlt. Das, was uns von den Chinesen und den alten Indern unterscheidet, dass wir heute die modernen Möglichkeiten der Zellbiologie, Molekularbiologie, Genetik, Labordiagnostik, wir haben heute Möglichkeiten, so tief in die Zelle, in die Funktion des menschlichen Körpers reinzugucken, dass wir uns zur Aufgabe gesetzt haben, die Ursache von chronischen Erkrankungen zu erkennen und diese zu behandeln. Also nicht ein Symptom, sondern die Ursache. Das ist das Grundprinzip der funktionellen Medizin.
Da spielt natürlich extrem die Prävention eine Rolle, weil wenn eine Krankheit erstmal einige Jahre besteht, gibt es den sogenannten Point of No Return. Da kann ich nicht mehr heilen, da kann ich denn nur noch lindern. Deswegen ist es wichtig, so frühzeitig wie möglich, wenn sich Störungen im Körper entwickeln, da gehört der Schlaf natürlich auch dazu, dass man das ursächlich behandelt. Das mal so ganz knapp ist funktionelle Medizin. Und gibt inzwischen, du hast es eben gesagt, wir haben eine Akademie, eine Fortbildungsgesellschaft, in der wir Ärzte und Therapeuten ausbilden in diesen ganzen Bereichen der Naturwissenschaften, um dann eben anders zu therapieren. Ist aber noch viel Arbeit und viel Luft nach oben. Also jeder Therapeut, der zuschaut und sich bemüßigt fühlt, darf gerne zu uns kommen. Ja, es wäre ja auch wünschenswert. Ne? Ich glaube, das ist genau das, was wir gerade heute brauchen. Und du hast ja schön beschrieben, den Werdegang, dass es eigentlich lange so war, dass man den Menschen schon ganzheitlich betrachtet hat und dass man irgendwann davon abgekommen ist. Völlig seltsam, wie ich finde. Also ich denke, wir sind keine Maschinen und man muss unseren physischen Körper und den Mensch, der dazugehört, mit seinem Geist und mit seinem Verstand und mit allem, muss man einfach mit einbeziehen, oder? Ja. Es gibt eine ganz interessante Theorie dazu, warum das so entstanden ist. Ich meine, die Möglichkeiten, die wir heute haben, die gab es früher nicht. Ne? Da waren die Menschen eben begrenzt. Ne? Aber trotzdem ist ja die traditionelle chinesische Medizin bis heute sehr erfolgreich. Es wird viele Zuschauer geben, die von TCM-Therapeuten behandelt wurden und denen es deutlich besser geht. Mhm. Die Idee oder die Theorie, die mal jemand aufgestellt hat, was hat die Lebenserwartung, zumindest in den Industrienationen in den letzten 150 Jahren, nach oben katapultiert? Das war Hygiene, damit fing es an. Impfung. Antibiotika. Das heißt, das waren Maßnahmen, die gerichtet waren gegen Viren und Bakterien, die unser Leben bedroht haben. Und das war ja auch sehr erfolgreich. Mhm. Ja, wo wären wir heute, wenn es keine Antibiotika geben würde? Ja, wenn wir die Hygiene nicht hätten. Und dieses Prinzip, ich habe in der Medizin nennt man es auch Target, also ein Ziel, das bekämpfe ich. Ja, ich habe ein Lungenentzündungsbakterium, das befällt meine Lunge, ich gebe ein Antibiotikum, das Bakterium wird gekillt, ich bin gesund. Und dieses Prinzip der zielgerichteten Behandlung eines Targets, das hat sich dann in der Medizin fortgesetzt. Und deswegen hat man Tabletten entwickelt gegen die chronischen Krankheiten. Das Problem dabei ist, diese Pillen heilen nicht die chronischen Krankheiten, sondern im besten Fall schaffen sie eine Symptomlinderung und verwalten die Krankheit. Aber sie sind nicht ursächlich. Und das Ganze ist so komplex, der Mensch in seiner Funktion ist so komplex, dass es irrig ist, anzunehmen, mit einer Pille löse ich das Problem. Aber die Idee, dass ich sozusagen durch diese zielgerichtete Elimination eines Bakteriums oder eines Virus einen Erfolg erziele, das hat sich sozusagen in die andere Medizin übertragen. So ist so die Theorie. Die erscheint mir auch logisch. Wir kehren jetzt wieder zurück und sagen, wir gucken uns mal den Menschen in seiner Gesamtheit an. Ja? Mhm. Zum Beispiel ist eine der Kernaussagen oder der Kernleitsätze in der funktionellen Medizin ist auf Englisch All disease begins in the gut, jede Krankheit beginnt im Darm. Dass der Darm maßgeblich mitverantwortlich ist für die Entstehung von Krankheiten, ist seit der Antike bekannt und hat sich seit der Antike, seit den alten Griechen über das Mittelalter bis in die Neuzeit fortgesetzt, ist dann komplett in Vergessenheit geraten, bis wieder durch die Genetik, ja, nachdem man das menschliche Genom entschlüsselt hat, hat man dann anschließend die Bakterien unseres Darms entschlüsselt. Und das hat vor auch jetzt bald 15, 20 Jahren einen riesen Hype in der Forschung gegeben. Und heute wissen wir auch, dass pathologische, krankheitsfördernde Prozesse im Darm maßgeblich mitverantwortlich sind für viele ganz schlimme Krankheiten. Ja. Jetzt hast du vorhin ja angesprochen, man gibt eine Pille, um eine Thematik eben einfach zu behandeln. Aber was eben einfach das Schlimme ist, ich sage nur zu Risiken und Nebenwirkungen, befragen Sie Ihren Arzt. Und das ist ja das, was man einfach damit auch immer gar nicht einkalkulieren kann, was letztendlich diese Pille, die das eine behandelt, dann im restlichen Körper macht. Es war schon lange her, dass ich studiert habe, aber ich glaube, es ist heute nicht anders. Wenn im Medizinstudium lernen wir sehr intensiv Pharmakologie, die Lehre von den Arzneimittelwissenschaften. Mhm. Und wir lernen, wie Medikamente funktionieren, wie sie abgebaut werden, wie sie resorbiert werden, wie sie funktionieren. Und jeder Pharmakologe, jeder Arzneimittelwissenschaftler sagt,
Bei mehr als 3 oder 4 Pillen kann ich die Interaktion dieser Medikamente gar nicht mehr kalkulieren. Und trotzdem ist es so, dass die Menschen eine Pille nach der anderen kriegen, in der Hoffnung, jedes Symptom behandle ich und die Interaktion und das, was es im Körper macht, werden dabei nicht berücksichtigt. Mhm. Und was heute noch dazu kommt, was es schon seit Jahren gibt, aber leider auch so in der breiten Anwendung nicht stattfindet, das ist die sogenannte Pharmakogenetik. Das heißt, wir reagieren extrem individuell unterschiedlich auf Medikamente. Der eine nimmt was und merkt nichts und der andere nimmt was und hat nur Nebenwirkungen. Ja, das hängt mit der Fähigkeit unserer Leber zusammen, diese Stoffe, die ich zu mir nehme, zu verarbeiten. Es gibt durchaus Leute, die nehmen 10 Medikamente und denen geht es gut dabei. Also es ist nicht prinzipiell falsch zu sagen, aber das zu individualisieren und in der Gesamtheit zu betrachten, was machen diese Medikamente, das fehlt leider sehr oft. Ja. Also das nur nebensächlich. Ja. Ich finde es einfach nur wichtig, das immer anzusprechen, weil die Menschen so schnell zu irgendeinem Medikament greifen, ja, bei Kopfschmerzen oder sonst was. Also bis ich zu einem Medikament greife, das dauert sehr lange, da muss ganz, ganz viel passieren. Genau. Ne? Ich sage jetzt nicht in der akuten Medizin, logischerweise, dann da ist es vielleicht dann auch oft sehr sinnvoll. Ja, wenn ich mir einen Knochen breche und es tut weh, dann darf ich durchaus ein Schmerzmittel nehmen. Ja? Ja. Oder wenn ich zu viel getrunken habe und am nächsten Tag Kopfschmerzen habe, dann ist es auch nicht unbedingt verkehrt, eine Kopfschmerztablette zu nehmen. Aber es ist keine Dauerlösung, Schmerztabletten zu nehmen, ne, oder andere unbedingt oder dazu zu greifen. Vielleicht gäbe es natürliche Alternativen. Die gibt es auf jeden Fall, definitiv. Ne? Wenn man weiß, woher kommt der Kopfschmerz, woher kommt das. Das Thema Schlaf zum Beispiel, ne, ist ja ein ganz beliebtes Thema. Mhm. Ich kenne die Statistiken nicht, aber es sind unglaublich viele Menschen, die Schlaftabletten oder schlaffördernde Medikamente nehmen. Und auch da muss man ganz genau hingucken, wie man was und warum macht. Genau, und da sind wir auch schon beim Hauptthema unserer Sendung eigentlich. Ja. Und das Thema Schlaf, also ich habe es schon eingeleitet, also die Menschen, ich habe manchmal das Gefühl, die brüsten sich damit, sie brauchen nur ganz, ganz wenig Schlaf, nur ein paar wenige Stunden oder so und kämen damit zurecht. Und da denke ich mir, du hast noch nicht verstanden, was Schlaf eigentlich macht in deinem Körper oder was, wozu du Schlaf brauchst. Ich habe mal gehört, die Zellerneuerung funktioniert im Schlaf doppelt so schnell als im Wachzustand, weil da der Körper mit nichts anderem beschäftigt ist. Also muss keine Bewegung koordinieren oder sonst was. Ist das korrekt? Ja, es ist in der Natur gibt es ja nichts, was Unnützes. Keinen Sinn macht. Warum schlafen wir? Warum gibt es Tag und Nacht? Ja, warum ist es hell, warum ist es dunkel? Okay, das ist noch relativ einfach, das ist die Stellung der Erde zur Sonne. Aber auch das macht einen Sinn. Und der Schlaf ist ein essentieller Bestandteil. Zellerneuerung, Regeneration, im Grunde genommen Akku aufladen. Jeder weiß, jeder Mensch, der Schlafstörung hat, weiß, was das bedeutet. Für den Körper, für die Psyche vor allen Dingen. Ja, das Erste, was bei Schlafmangel entsteht, außer Müdigkeit, sind psychische Probleme. Und man kann einerseits sagen, der Schlaf ist wie mein Akku, den ich auflade. Ja, ich komme ja auch nicht auf die Idee, ja, wenn mein Akku leer ist, das ist ja logisch, ich lade den Akku auf und so ist es auch. Und ein ganz wichtiges Thema, was beim Schlaf immer vergessen wird, das ist das Thema der auch Entgiftung. Mhm. Das heißt, der Körper nutzt den Schlaf auch, um zu entgiften. Und wir sind tagtäglich mit Giften konfrontiert, natürlichen und unnatürlichen. Ja, unser Körper produziert Gifte, wir haben Gifte aus der Umwelt und die Entgiftung spielt eine entscheidende Rolle und dafür ist der Schlaf zuständig oder das machen wir während des Schlafs. Und wenn der Schlaf gestört ist, dann sind diese Prozesse gestört. Und die Wissenschaft ist da sehr weit und wenn ich es mal ganz einfach runterbreche, kann ich sagen, wenn ich schlecht schlafe, lebe ich kürzer und werde eher krank. Mhm. Also Schlafmangel macht kürzeres Leben. Das ist wissenschaftlich unumstritten. Ja. So, ne? Und dann ist es nur leider so, dass Schlaftabletten nicht immer für einen natürlichen Schlaf sorgen. Ich brauche einen natürlichen Schlaf. Ich habe die verschiedenen Phasen, die Tiefschlafphasen, die leichten Schlafphasen, die sogenannten REM-Schlafphasen. Also es gibt verschiedene Schlafphasen, die werden durch Medikamente nicht immer natürlich simuliert. Ja, zum Beispiel ein hervorragendes Schlafmittel ist zum Beispiel Alkohol. Wenn ich viel Alkohol trinke, werde ich müde und schlafe. Ja, und dann schlafe ich wie ein Stein und am nächsten Tag habe ich einen dicken Kopf. Ich schlafe aber nicht gut.
Ich schlafe vermeintlich tief und fest und wache morgens auf und habe einen Kater oder auch nicht, aber ich habe ganz bescheiden geschlafen. Und wenn man zum Beispiel während, ne, wenn ich viel Alkohol trinke und ich würde nachts meinen Schlaf untersuchen, dann sind die Ergebnisse katastrophal. Mhm. So, und deswegen spielt für uns das Thema Schlaf eine ganz, ganz wichtige Rolle. Genau wie, ne, wie Ernährung, wie Bewegung, wie Entgiftung. Schlaf ist ein zentrales Thema und wird leider immer so ein bisschen, ne, so wie du sagtest, wozu, ne, gibt ja die Leute, die sagen, schlafen kann ich, wie ich tot bin. Ja, ja, genau. Kann man auch. Aber du wie kommst gesagt, dann auch schneller hin. Du kommst dann auch schneller dahin, dass du ewig, den ewigen Schlaf leid. Hast. Ganz genau. Ja, ist so. Ja. Kann man ja, das geht beim Namen nennen. Ja, also natürlich haben wir oft einen sehr anspruchsvollen Alltag, der uns vielleicht auch nicht die Möglichkeit gibt, so viel zu schlafen, wie wir gerne wollen würden. Ja. Aber letztendlich sind wir ja alle unseres Glückes Schmied oder auch unserer Gesundheit Schmied. Und da muss man sich dann einfach dafür entscheiden. Ne? Und welche Faktoren haben wir denn auch noch, die uns in unserem Alltag oder die den Schlaf eben einfach verschlechtern, sagen wir mal so grundsätzlich. Ja. Wir haben ja so Angewohnheiten, wenn wir ins Bett gehen. Ja, also es gibt ganz, ganz, ganz viele Faktoren, die den Schlaf beeinträchtigen. So, das eine ist natürlich, wenn sich ein Mensch permanent in einer Dauerstresssituation befindet, dann ist der Schlaf schon mal per se gestört. Also Dauerstress psychisch oder auch? Körperlich und psychisch, genau, beides. Also allgemein. Ja. So, die einfachsten Sachen sind spätes Essen. Ja, ich weiß nicht, wie das die Menschen in Italien oder Spanien machen, die essen. Ne? Ich war neulich in Madrid, wenn du da um 8:30 in ein Restaurant gehst, herrscht da gehende Leere, das füllt sich erst ab 10. Kann ich jetzt nichts zu sagen, aber grundsätzlich spätes Essen stört den Schlaf. Mhm. Alkohol ist bekannt. Licht, vor allen Dingen das blaue Licht der Computer, der Bildschirme, der Tablets, der Smartphones. Man kann bei den Smartphones inzwischen schalten, die sich ja abends das blaue Licht weg. Aber wenn ich Fernsehen gucke, wenn ich am Bildschirm sitze, das stört meinen Schlaf. Dann natürlich das Thema der Schlafhygiene. Ja, in meinen Augen haben keine elektronischen Geräte, die eine Strahlung absenden, haben was im Schlafzimmer zu suchen. Ja, also die sollte man verbannen. Wobei Menschen reagieren unterschiedlich auf diese elektromagnetischen Frequenzen. Ja. Manche sind da sehr sensibel, manche sind da relativ robust. Das ist genau wie mit anderen Toxinen. Ne? Die toleriert man mal mehr, mal weniger. Aber das sollte man auf jeden Fall machen. Die Temperatur spielt eine Rolle. Überhitzte Räume, der Körper braucht eine Absenkung der Temperatur. Das kann man auch messen. Ne? Wenn man sozusagen einen gesunden Schlaf hat, dann sinkt nachts die Körpertemperatur. Das schaffe ich aber nicht, wenn ich mein Schlafzimmer auf 24 Grad heize. Mhm. Und es gibt etwas so, das gibt ja viele, viele Apps zum Beispiel, die da helfen. Es gibt so Fitness-Tracker, Smartphones, Smartwatches oder andere Devices, mit denen man das. Und das Grundprinzip ist immer dieses sogenannte Winding Down, also dass ich 2-3 Stunden vor dem Schlafen runterfahre. Dass ich möglichst keine aufregenden Sachen mehr mache, dass ich mich nicht intensiv mit dem Computer beschäftige. Koffein zum Beispiel. Es gibt Leute, die sagen, mindestens 6 Stunden oder noch mehr vorm Schlaf kein Koffein, kein Kaffee mehr trinken. Aber das sind so ein paar Grundprinzipien, ne, die man berücksichtigen kann, die oft schon helfen. Mhm. Meditation, Atemübungen. Also es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, mit denen man das verbessern kann. Aber grundsätzlich muss man eben gucken. Wir könnten wahrscheinlich noch bei der Matratze weitermachen, beim Kissen und beim Raumluft, bei der Bettdecke, was auch immer. Luftfeuchtigkeit, also, ja klar, genau. Da gibt es ganz viele Sachen. Ja. Ein Thema, was man nicht außer Acht lassen kann, ist zum Beispiel auch das Thema Energiemangel. Mhm. Das heißt, viele Menschen haben durch den Stress oder durch andere Störungen eine verminderte Energieproduktion. Normalerweise im Ruhezustand generieren meine Zellen Energie aus der Verbrennung von Fett. Ich atme, mit dem Sauerstoff verbrenne ich Fett und dann generiere ich Energie. Manche Menschen, oder nicht manche, ist Quatsch, viele Menschen haben da ein Problem und verbrennen dann auch oftmals Zucker, ja, mobilisieren Zuckerreserven oder haben eine kohlenhydratreiche Abendmahlzeit, die wiederum zu einer Insulinausschüttung führt. Und manchmal haben diese Menschen, wenn die Zellen nicht in der Lage sind, Energie zu produzieren, haben die ein Energiedefizit und wachen deswegen auf.
Weil das Gehirn braucht Energie, auch im Schlaf. Im Schlaf natürlich besonders viel, weil es ja arbeiten muss. Und das ist dann einfach ein Energiedefizit im Gehirn und das führt zum Aufwachen. Und dann schläft man schlecht wieder ein. Das ist auch ein Aspekt, also der Stoffwechsel, die Energieleistungsfähigkeit der Zellen spielen auch eine nicht unerhebliche Rolle bei Schlafstörungen. Ja, also wir wachen ja mehrmals in der Nacht so oder so ganz natürlich auf, ne? Weil wir ja unterschiedliche Schlafphasen haben. Aber das kriegen wir gar nicht so mit, weil wir ja da so dämmerig sind. Genau, das kriegt man nicht immer mit. Ne? Also ich weiß, ne, heute Nacht hatte ich gerade so ein Erlebnis. Ich hab ja im Hotel übernachtet und auf einmal irgendwie nachts um 2 bin ich aufgewacht. So, und guckte nach draußen und bin eingeschlafen. Das habe ich registriert. Okay. Aber oftmals merke ich das nicht, schlafe durch und wache morgens auf und dann bin ich ja wahrscheinlich doch mal so ein bisschen aufgewacht. Ne? Das ist auch diese, man nennt das in der Fachsprache Arousals, also dieses Aufwachen. Das kommt vor, das ist aber Teil der natürlichen Schlafarchitektur. Mhm. Das muss man nicht negativ bewerten. Aber es geht um Einschlafstörung, Durchschlafstörung. Ich wache um 2 oder 3 auf. Ne, und da kann ich nicht wieder einschlafen. Ganz genau, ja. Da ist zum Beispiel ganz interessant, bin ich jetzt nicht der große Experte, aber ich weiß, in der chinesischen Medizin gibt es eine Organuhr. Jedem Organ ist eine Uhrzeit. Ja, ist so. Mhm. Ne, und zum Beispiel Klassiker zwischen 1 und 3 ist die Leberzeit. Wenn also Menschen zwischen 1 und 3 aufwachen, gucke ich mir als Nicht-TCM-Therapeut, als funktioneller Mediziner, gucke ich mir mal die Leber an. Und die Leber ist ein zentrales Organ in der funktionellen Medizin. Und solche Sachen. Es gibt noch andere Zeiten. Ne? Und deswegen ist ja auch, ein echter TCM-Therapeut möge mir verzeihen, wenn ich was Falsches sage, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass in der chinesischen Medizin die Regel eigentlich gilt, nach 19 Uhr nichts mehr zu essen. Damit der Körper Zeit hat zu verdauen. So, und dann, ich merke das bei mir selber auch. Es kommt ja manchmal vor, dass man abends spät isst, wenn man jetzt Geschäftsessen hat oder eine private Feier oder so. Das ist ja auch nicht schlimm. Das kann ich auch machen. Das darf nur nicht der Dauerzustand sein. Ja, und es kommt wahrscheinlich auch darauf an, was dann gegessen wird. Das leichtverdaulich, schwerverdaulich. Leichtverdaulich, schwerverdaulich, genau. Genau, richtig. Ja. Was kann ich denn jetzt tun, wenn ich sage, okay, ich habe viele dieser Faktoren, die wir schon benannt haben, die habe ich schon berücksichtigt. Ich schlafe trotzdem nicht besonders gut. Gibt es da etwas, du bist ja auch, was die Hypoxie und so weiter anbetrifft und Hyperoxie, bist du ja auch, ich würde mal sagen, Experte. Das kann man sagen, und, ja, in dem Bereich, gibt es da auch eine Option? Ja, also eine unserer Haupttherapieformen ist ein simuliertes Höhentraining. Mhm. Wir sind ja hier in der Schweiz. Da, wo ich herkomme, ist der höchste Berg 100 Meter hoch oder 120. Wir wissen ja, je höher ich komme, desto dünner wird die Luft. Mhm. Desto geringer ist der Sauerstoffgehalt. Und man weiß schon auch seit Jahrhunderten, dass diese sauerstoffreduzierte Luft im Körper etwas Positives bewirkt. Und das nutzen wir therapeutisch. Ja. Es gibt ein Gerät, da habe ich eine Maske auf und atme für einige Minuten, je nach Gesundheitsstatus und Gewöhnungseffekt, ein Luft ein, als wenn ich in 4.000-5.000 Meter Höhe bin. Mhm. Also teilweise bis Matterhorn und noch höher. Atme ich Luft ein für ein kurzes Intervall und dann atme ich für ein gewisses Intervall entweder ein bisschen Sauerstoff angereicherte Luft oder bei Schwerkranken nimmt man dann Raumluft, das variiert man dann. Und diese Oszillation, diese Schwingung zwischen sauerstoffarmer und Sauerstoff angereicherter und normaler Luft erzeugen ganz viele regenerative Prozesse im Körper, verbessern den Energiestoffwechsel, beruhigen das vegetative Nervensystem und triggern ganz viele Prozesse, die den Menschen gesund machen. Und unter anderem werden auch Moleküle produziert, Stickoxide. Die kennt man ja sonst nur als negativ, sind es aber nicht immer. Und unser Gehirn braucht Stickoxide, um in den Schlaf zu kommen. Und da werden also Stickoxide produziert, die uns das Einschlafen erleichtern. Und aus meiner Sicht als Therapeuten kann ich sagen, wenn ich Patienten habe, die dieses Höhentraining machen, eins der ersten Effekte, die haben, ist, dass sie besser schlafen. Ja, fantastisch. Ja, total. Ziel erreicht. Ziel erreicht, genau. Und natürlich ist es immer so, das ist eine Therapie. Und wenn man das dann begleitet mit entsprechender Ernährung, mit Stressreduktion,
mit entsprechenden Maßnahmen, wie dass ich eben keine elektronischen Geräte in meinem Schlafzimmer habe, die richtige Temperatur, die richtige Matratze. Und dieses Runterfahren, das hilft denn schon ganz oft. Mhm. Lieber Stefan, wir sind leider schon am Ende unseres Interviews angelangt. Schade, ich hätte noch sehr viel mehr gerne gehört, vor allen Dingen über das Hypoxie- und Hyperoxie-Training und was es ansonsten noch für wertvolle Begleiterscheinungen mit sich bringt. Aber da werden wir uns auch noch unterhalten. Auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf weitere Gespräche. Ja, alles klar. Du praktizierst ja nach wie vor auch. Ja. Wo findet man dich denn, wenn man sagt, ich würde mich gern an den Dr. Stefan Bartfeld wenden? Ja, also ich wohne und arbeite in Hannover, also eher im Norden von Deutschland. Über meinen Namen, über Medissimo, über die Webseite findet man alle Kontaktdaten, wie man mit mir in Kontakt treten kann. Und dann versuche ich zu helfen. Sehr gut, wunderbar. Ja. Dann sage ich erstmal ganz herzlichen Dank. Gerne. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Okay. Okay. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie bei uns waren. Ich hoffe, Sie konnten auch ein paar wertvolle Impulse mitnehmen zum Thema besserer Schlaf und haben vielleicht auch wieder einmal mehr die Aufmerksamkeit aufgenommen auf Ihren Schlaf und berücksichtigen das am besten schon gleich heute, wenn Sie das nächste Mal sich zum Schlafen legen und geben Ihrem Körper diesen Schlaf, den er dann so dringend braucht. Unsere Zellen brauchen es und ja, denken Sie dran, länger gesund bleiben und gesund altern, das wäre ja eigentlich das Ziel von uns allen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie achtsam bleiben, wachsam und liebevoll zu sich selbst und im Namen meines Gastes natürlich auch Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Und schlafen Sie gut vor allen Dingen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.